glaube, ich rasiere mir diesen Scheißbart ab. Ich sehe damit aus wie die letzte Pussy, Mann. Mit 16 habe ich nie Alkohol im Supermarkt bekommen. Nö, mir geht das irgendwie überhaupt nicht auf den Sack, wenn jeder Zweite meinen Bart anfassen will. Ey, ich liebe es, mich alle zwei Tage nass zu rasieren. Ist doch voll gut für die Haut. Noch nie ist eine Kaugummiblase geplatzt und hat meinen ganzen Bart verklebt. Ich finde das Gefühl richtig geil, wenn beim Essen noch kleine Barthärchen in den Mund gelangen. Sehr lecker. Also ich finde nicht, dass ältere Menschen Angst vor mir haben und deswegen die Straßenseite wechseln. In der Dönerbude werde ich nie auf Türkisch angesprochen. Bartpflege? Richtig easy für mich. Also ich habe es wirklich nicht drauf, mir meinen Bart selbst zu rasieren. Da gehe ich lieber zum Friseur meines Vertrauens, denn da sind die Resultate immer zufriedenstellend. Dieses Gefühl, wenn der Bart anfängt zu jucken, ich liebe das. Hitlerbärtchen? Nein, sowas habe ich mir beim Rasieren nie stehen lassen, Mann. Es ist irgendwie noch nie vorgekommen, dass mir an kalten Tagen die Rotze aus der Nase gelaufen ist, aber ich es aufgrund meines Bartes nicht gemerkt habe. Die Leute im Internet hassen meinen Bart. Ich glaube, ich rasiere den ab. Ich finde, das ist ein einmaliges Gefühl, wenn der Oberlippenbart zu lang ist und mir schon ins Maul wächst. Oh, ist das geil. Total überteuerte Klingen für Rasierer? Noch nie was davon gehört. Wenn ich meinen Bart gekämmt habe, passt immer alles. Es steht nie ein Haar ab oder so. Boah, so eingewachsene Barthaare unterm Kinn kommen viel zu selten vor. Und wenn, dann tun sie überhaupt nicht weh. Immer wenn ich mir eine Flasche Alkohol kaufen möchte, fragt mich die Kassiererin nach meinem Ausweis. Nee, länger sollte der Bart nicht sein. Auf gar keinen Fall. Ich werde auch komischerweise voll selten gefragt, wieso ich überhaupt einen Bart trage. Nee, also ich musste mir auf jeden Fall niemals dumme Sprüche anhören, wie Terrorist oder Salafist, nur weil ich einen Bart trage. Sowas kommt in Deutschland nicht vor. Südländer, so Griechen, Türken, Italiener, die sehen mit Bart einfach scheiße aus. Ich finde, die sollten den Bart abmachen. Mit einem Vollbart in die Disco zu kommen? Kinderspiel. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Burger esse oder so, dann muss ich mir nicht 30 Mal mit 15 Servietten den Mund abwischen, weil ich meinen ganzen Bart voll schmiere. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass Frauen mich immer seltener ansprechen, seitdem ich diesen Bart trage. Das Bartöl, die Bartwichse, der Kamm, das alles für meinen Bart? Richtig günstig. Könnte ich meinen Freunden, die keinen Bart haben, etwas von meinem abgeben, würde ich das sofort tun. Da ja jetzt jeder behauptet, dass in Bärten mehr Bakterien enthalten sein sollen als auf öffentlichen Toiletten, ist das für mich definitiv ein Grund, ihn abzurasieren. Die Familie meiner deutschen Freundin hat mich natürlich sofort herzlich aufgenommen. So ein Babyface wie mein bester Freund, das wär's. Ich habe noch nie mit meiner Zunge an meinen seitlichen Oberlippenhärchen gespielt. Alle meine Freunde haben keinen Bart. Vielleicht sollte ich den auch einfach abrasieren. Ich fühle mich dann immer so unwohl, wenn wir unterwegs sind. Männer ohne Bart sehen definitiv maskuliner aus. Mir geht das immer wirklich sehr nah, wenn jemand mir sagt, dass der Bart scheiße bei mir aussieht. Kleine Babys haben bei mir irgendwie nie geheult, wenn ich sie auf den Arm nehmen wollte. Wenn ich nachdenke, zwirbel ich mir nie am Bart. Kontrollen am Flughafen wegen meines Bartes? Nee, reiner Zufall. Also wenn einer einen Bart tragen kann, dann ja wohl Conchita Wurst, die alte Trendsetterin. Also jetzt mal unter uns, ne? Ich trage den Bart eigentlich nur, weil es gerade Trend ist. So manchmal wünsche ich hätte keinen Bartwuchs. Yo Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video Dinge, die Bartträger nicht sagen. Wir haben das Video mit den Jungs von Cologne Aesthetics abgedreht und noch ein zweites, weiteres Video auf deren Channel hochgeladen. Genau, und zwar Fitnessausreden, die jeder kennt. Das Video findet ihr hier. Unbedingt mal draufklicken, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool geworden. Unbedingt abchecken und wir sehen uns kommenden Sonntag auch schon wieder. Macht's gut, bis dann. Life so unpredictable, take control of